Ich begrüße in Kanada Andreas Popp. Schönen guten Tag. Schöne Grüße aus Kanada nach Deutschland, lieber Michael. Ja, hier ist einiges los, aber wir wollen uns jetzt mal über den Euro unterhalten, über das Geld- und Finanzsystem und die EU. Es gibt ja dieses altbekannte Sprichwort, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und im Moment haben wir ja ziemlich viel Stress im System. Ja, das stimmt. Und der Euro spielt natürlich auch eine relativ große Rolle, weil der Euro ja eigentlich nur eine Währung ist. Und wir müssen natürlich auch differenzieren, im Prinzip zwischen Europa, Euro und EU. Das sind ja drei verschiedene Spielfelder. Und wenn wir uns jetzt über den Euro unterhalten, dann geht es natürlich um die, ich sage mal, um einen Maßanzug, der für jede Währung passen muss, für die entsprechende Ökonomie und die Wirtschaftskraft, die ein Land hat und auch unterschiedliche Mentalitäten. Das heißt, Europa, das darf man nicht vergessen, ist ja kein vereinigtes Europa im Sinne eines Staatengebildes, sondern die EU ist ja eine Vertragskonstellation zwischen Staaten. Und das heißt, die Individualität, die sogenannte Souveränität bleibt ja erhalten. Und damit einer einheitlichen Währung zu operieren, das führt natürlich zu den Verwerfungen, die wir jetzt haben, klar. Ja, unser alter Bekannter, Gott hab ihn selig, Professor Hankel, hat ja mal den klugen Spruch geprägt, dass der Euro sowas ist wie eine Schönwetterwährung. Sobald es also da zu Problemen, zu Krisen, zu Spannungen kommt, zerbricht er. Teilst du diese Meinung? Ja, ich war ja nun gut befreundet mit ihm und ich habe mich ja auch damals viel mit ihm auch getroffen. Und ja, das stimmt natürlich komplett auf ganzer Linie. Es ist natürlich so, dass es für eine gewisse Zeit funktionieren kann, eine Einheitswährung für verschiedene heterogene Wirtschaftskräfte. Aber wenn wir damit die Marktmechanismen außer Kraft setzen, Auf- und Abwertungen von Währungen bei Außenhandelsgeschäften, dann geht das eben halt dann nicht mehr über beispielsweise die spanischen Peseten gegenüber dem Euro, die entsprechend in ihrer Wirkung dann verhältnismäßig geändert werden, dann geht es eben nur noch über Geldflüsse oder über diese unseligen Targetsalden, die wir jetzt haben. Das sind ja dann Ersatzschauplätze und das wird sehr unübersichtlich, das Ganze nachher, und führt dann natürlich zu diesem Tohuwabohu, was wir jetzt haben. Ja klar, Wetter ist schlecht und jetzt ist Ende eigentlich angesagt des Euros, ganz klar. Die Spannungen zeigen sich ja auch gerade im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor 2 Wochen. Da kochen jetzt hier die Wogen auch hoch. Das Bundesverfassungsgericht hat ja bekanntlich die Anleihenkäufe durch die EZB zumindest als teilweise nicht rechtmäßig angesehen. Jetzt gibt es hier so Scheindiskussionen bei Politikern. Aber per heute zum Beispiel ist die Lagarde, die Chefin der EZB, voll auf Konfrontationskurs gegangen. Der Spiegel meldet also in seiner neuen Ausgabe, dass also die Lagarde, also die Chefin der EZB, auf Druck von Italien und Frankreich auf konfrontativen Kurs eingeschwenkt sei. Die will also gar nicht mehr reden. Sie sagt also, das Bundesverfassungsgericht habe der EZB mangels Zuständigkeit nichts zu sagen. Das Bundesverfassungsgericht habe der EZB nichts zu sagen. Das ist ja schon eine schöne Geschichte. Wir sind Haupthaftungsland und sagen dürfen wir nichts. Ja klar. Also diese Absurdität ist natürlich kaum zu fassen, zumal wir wissen, dass die EU ja keine gemeinsame Verfassung hat, sondern ein Lissabonner Vertrag, also quasi ein multilateraler Vertrag zwischen einem Staatengebilde ist und damit natürlich die EU überhaupt keine Staatsfunktion hat. Und aus diesem Grunde war es ja auch so wichtig, dass bei der Einführung des Euro diese berühmten, viel zitierten Konvergenzkriterien von Maastricht zugrunde lagen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die EZB natürlich fast alle Rahmenbedingungen und rechtlichen Normen über den Haufen wirkt und gewissermaßen willkürlich handelt. Und wenn dann ein souveräner Staat damit nicht reagieren darf, dann ist das schon mehr als verwunderlich, wenn dann eine solche Reaktion von der EZB kommt. Das ist also schon, mit Rechtsstaatlichkeit hat das alles gar nichts mehr zu tun. Aber man muss dazu sagen, dass Frau Merkel ja auch sagt, dass die einzelnen Staaten ihre Souveränität abgeben müssen. Wir dürfen nicht vergessen, Souveränität ist ein Fremdwort und bedeutet übersetzt Freiheit. Das heißt also, die Menschen müssen ihre Freiheit abgeben, ihre Identität abgeben, ihre Mentalität, ihre Volkszugehörigkeit, ihre Geschichte. Und die deutsche Wirtschaft zum Beispiel oder die deutsche Mentalität ist eine andere als die spanische. Und da geht es gar nicht um eine Wertung. Aber wenn man sagt, diese Freiheiten meiner eigenen Mentalität muss ich abgeben zugunsten einer Verbreihung aller Mentalitäten, dann ist das schon sehr fragwürdig, weil das geht natürlich schon tief in die menschlichen Freiheitsinstinkte rein.
Ja, aber trotzdem, ich meine, die Merkel oder auch unsere Regierung könnte doch mal auf den Tisch hauen und sagen, so geht's nicht. Wir sind hier die Zahlmeister. Man könnte ja auch darüber nachdenken, dass Deutschland aus dem Euro austritt. Dann sollen sie doch sehen, was sie machen. Ja, sie müssten austreten. Das wäre die einzige logische Konsequenz. Wenn das Verfassungsgericht sagt, das ist widerrechtlich und eine Organisation, die sich jetzt überordnet und sagt, das interessiert uns nicht, dann verstößt es ja gegen das Subsidiaritätsprinzip. Also das Problem ist ja ganz einfach. Wir haben hier eine Struktur, wo die kleinste Einheit die maximale Macht über sich selbst haben soll. So steht es geschrieben. Und wenn jetzt eine selbsternannte Organisation, die ja letztendlich auch aus Lobbyisten entstanden ist, die EU ist ja eine Nichtregierungsorganisation, das darf man nicht vergessen, die letztendlich eine Vertragskonstellation zwischen verschiedenen Staaten aufgebaut hat und hat sich selbst mit dem Begriff Parlament erhoben. Und das verstößt natürlich gegen, aus meiner Sicht, jegliches Verständnis der demokratischen Strukturen im Rahmen einer Republik, so wie es im Grundgesetz steht und auch in anderen Verfassungen von verschiedenen Staaten, klar. Ja, aber ich meine, wie soll das denn jetzt weitergehen? Also durch die Krise, die wir jetzt hier haben, da sind ja Billionen, ich wiederhole, Billionen stehen da jetzt auf dem Bierdeckel. Die Südschiene beispielsweise, die kann sich ja kaum noch selbst refinanzieren. Da muss ja Deutschland irgendwie eingreifen. Also ich sehe da also für den Euro eigentlich keine große Zukunft, wenn man da mal genau hinschaut. Nein, auf gar keinen Fall. Der darf auch keine haben. Aber das Allerwichtigste, was ich immer zu bedenken gebe, ist, wir dürfen uns auf gar keinen Fall auseinanderdividieren lassen. Es ist nicht Italien schuld oder Spanien schuld oder Griechenland oder die Deutschen sind schuld, sondern hier gibt es offenbar übergeordnete Nichtregierungsorganisationen, die letztendlich die Macht ergriffen haben über das Mittel Geld. Geld ist ja letztendlich kein werthaltiges Ding, sondern letztendlich eine Munition, mit der man Werte verteilt, umverteilt und handelt. Und wenn man weiß, dass über diese Schiene die Umverteilungsmechanismen stattgefunden haben in den letzten Jahrzehnten und mittlerweile eine ultrakleine Gruppe von Menschen das meiste Vermögen auf sich vereinen und diese Gruppe dann irgendwann sich eine eigene Nichtregierungsorganisation aufgebaut hat, ich nenne sie mal EU, ich weiß, dass das provokant ist, was ich sage, und diese EU jetzt letztendlich eingreift in die Souveränität bis in die letzten Annalen, dann bleibt irgendwann nur noch die Notbremse und ein Staat, der noch etwas auf sich hält und unter einer Führung gesteuert wird, die auch noch sich ein Hauch zumindest verpflichtet fühlen gegenüber der Souveränität der Bürger, muss es bedeuten, raus aus dem Euro. Wo wäre das Problem? Ja, ich meine, genau. Ein Thema. Die Spannungen nehmen ja auf jeden Fall zu. Wenn Italien jetzt nicht das Geld kriegt oder Spanien, Frankreich und so weiter, dann könnten die ja da auch ganz viel Stress machen und sagen, gut, dann gehen wir eben raus. Also ich meine, auf der Zeitachse, auf die Zukunft gesehen, dürften die Spannungen ganz extrem zunehmen, bis vielleicht zum möglichen Bruch des Euro. Ja, es müsste jetzt aus meiner Sicht erst einmal eine gemeinschaftliche Diskussion geben, eine Kooperation zwischen allen EU-Staaten, die sich auf eine Abwicklung des Euros verständigen. Und das läuft so oder so darauf hinaus, dass die Target-Salden im Prinzip ersatzlos gestrichen werden und Deutschland die Zeche zahlt. Jetzt können wir sagen, wir halten daran fest, aber wir wissen doch sowieso, dass es nicht bezahlt werden kann. Wir zahlen ja jetzt letztendlich jeden Tag Wirtschaftskraft in Geld ausgedrückt an andere Länder, damit sie deutsche Produkte kaufen können, damit internationale Konzerninhaber ihre Dividenden bekommen. Das ist ja übertragen gesehen das gesamte Spiel. Und wir wissen natürlich auch, dass wir jetzt durch diese Krise, durch die Mikrobe, die wir gerade haben, natürlich keine Ursache haben. Das ist ja ein reines Ablenkungsmanöver, sondern wir haben ja jetzt im Prinzip eine Systemimplosion, die längst feststeht. Die wird jetzt im Prinzip auf eine Fachvokabel einer Mikrobe reduziert. Und so einfach geht es natürlich ist nicht. Das heißt, jetzt müssen Menschen erkennen, dass tatsächlich Sachverständige an die Macht kommen. Und das können nicht diejenigen sein, die sich Elite nennen und in
Berlin in den Abgeordnetenhäusern sitzen, das ist nicht die Elite. Wenn ich an Elite denke, denke ich an die besten Denker, wenn ich und nicht an die schlechtesten. Ja, also wenn ich an einen elitären Boxer denke, dann denke ich, das muss ein Boxer sein, der am besten boxen kann und nicht am schlechtesten. Und wenn ich dann zum Beispiel unseren Bundeswirtschaftsminister Altmaier sehe, der sagt, ich bin ganz überrascht, dass wir jetzt 10 Millionen Kurzarbeiter haben, was ja eigentlich versteckte Arbeitslose sind, anstatt 3. Und plötzlich er ganz überrascht ist, dass zum Beispiel die Steuereinnahmen jetzt massiv einbrechen werden um 100 Milliarden. Übrigens stimmt das nicht mit den 100 Milliarden, das sind weit mehr. Die Steuerschätzungen basieren ja auf die Rechtsnormen der Vergangenheit. Das heißt, die ganzen Dinge, wie jetzt zum Beispiel die Kurzarbeitergelder, die bezahlt werden, die sind da gar nicht mit drin. Die Ausfälle der Umsatzsteuern oder Mehrwertsteuern durch nicht mehr vorhandene Wirtschaftsaktivitäten in den letzten 7 Wochen, die sind da ja noch gar nicht mit drin. Diese Steuerschätzer sind ja auch nur Kaffeesatzleser und jetzt wird irgendwann in einer Woche oder in 2 Wochen werden die neuen Steuerschätzungen bekannt gegeben und das wird natürlich das völlige Chaos sein. Ja, das Chaos haben wir auch bei den Banken, wird nur noch nicht richtig ausgesprochen und das könnte ja auch der Auslöser der Implosion mehr oder weniger des Euros werden. Markus Krall hat ja zusammengerechnet, dass die Zahl der ausfälligen Kredite, also die Kredite, die nicht mehr bedient werden, jetzt nicht bei 15% liegt, sondern schon bei 30%. Das heißt, 30% aller Bankkredite sind angeblich faul und das muss in der Südschiene mindestens genauso, wenn nicht noch größer sein. Nun kommt das BaFin, also das Bundesamt für Finanzen, und sagt also, gut, also wenn die Kredite jetzt nichts mehr wert sind, wenn die faul sind, brauchen die Banken das gar nicht so bilanzieren. Also ich meine, das ist ein völliger Wahnsinn, oder? Ja, das haben sie natürlich im letzten Jahr auch schon gemacht. Die 14% hatten wir schon offiziell oder inoffiziell. Es gibt ja immer Zahlen, die veröffentlicht werden, aber es gibt auch gleichzeitig Zahlen in den Ministerien, die eher an die Echtheit herankommt. Man operiert ja selbst intern mit verschiedenen Zahlen, weil man weiß, dass die Zahlen, die nach außen gegeben werden, nicht stimmen. Mit 30%, das halte ich für realistisch, aber es wird ja schon seit Jahren eine Fehlbilanzierung durchgeführt. Wir haben zum Beispiel bei der Bewertung von Asset ja mehrere Werte. Wir haben zum Beispiel einen Neupreis eines Gebäudes, wir haben einen Zeitwert, wir haben einen Buchwert und wir haben einen Wiederbeschaffungspreis, wenn das Gebäude neu gebaut werden würde. Welcher von diesen Werten wird denn in der Bilanz eigentlich angenommen? Und da wird dann der Wiederbeschaffungspreis zugrunde gelegt. Obwohl der Buchwert bei 1 Euro liegt und der Zeitwert bei 400.000, wird der Neuwert des Gebäudes beziehungsweise der Wiederbeschaffungspreis, der 10 Millionen wäre, dann steht das Ding mit 10 Millionen in den Bilanzen. Und das heißt, mit diesen Methoden der Bilanz Verschleierung, das sind ja Verschleierungstaktiken, die sind ja ganz offen. Das hat ja mit Recht und Gesetz nichts mehr zu tun. Aber die Dämme der Gesetzesbrüche sind doch schon längst durchbrochen. Es sind jetzt so die letzten Zuckungen, die wir jetzt haben. Michael, wir reden seit Jahren über diese Situation. Das ist überhaupt nichts Neues jetzt für uns. Was für uns jetzt neu ist im Prinzip, ist lediglich der Trigger, den man nutzt, womit man diese Dinge jetzt versucht zu erklären. Und die bringt man im Prinzip auf eine kleine Mikrobe zurück aus China. Und so einfach geht es dann nun auch nicht. mal direkt gefragt, wie lange gibt es denn im Euro noch? Also der Euro ist ja, wenn man ehrlich ist, schon 2008 gecrasht. Man zahlt ja nur noch mit einer Leiche. Ich meine, der Kaiser ist nackt und solange es keiner sagt, dass er nackt ist, kann man einfach davon ausgehen, dass er schöne neue Kleider hat. Und das läuft halt im Moment noch. Wenn eine Währung, die ja ein Mittel zum Zweck ist, gestützt werden muss, um überhaupt erhalten zu bleiben, das hatten wir schon bei der Bankenkrise 2008, dann ist sie nach meinem Verständnis de facto bereits zusammengebrochen. Dann muss sie bereits weg, dann ist sie schon kollabiert. Aber jetzt ist es natürlich in Größenordnung, in Dimensionen anzusiedeln. Wir werden jetzt eine kurzfristige deflationäre Phase haben, das ist logisch. Wir haben aber zumindest einen Zusammenbruch der Wirtschaftsleistungen bei einer zu hohen Geldmenge. Gleichzeitig führen die verminderten Wirtschaftsleistungen natürlich auch zu verminderten Steuerzahlungen. Und die verminderten Steuerzahlungen führen dazu, dass die Sozialleistungen des Staates nicht mehr gewährleistet werden können. Also der Staat wieder neue Schulden machen müssen, um die Leistungen zu finanzieren. Was bedeutet, noch mehr Geld kommt auf den Markt, denn Geld entsteht ja durch Schulden. Und das heißt also, die Diskrepanz zwischen Geldmenge und Wirtschaftskraft steigt exponentiell an, dieser Spread, und führt natürlich dann irgendwann
zwangsläufig zu einer Hyperinflation. Also so wäre es dann, dass man findet ja diesen absurden Vorgang, den wir zurzeit haben, in keinem Lehrbuch, weil es ist ja so, dass wir hier gegen alle Gesetze verstoßen und mittlerweile ein Durchwurstelpragmatismus stattfindet, um nicht zu sagen reine Willkür. Ja, es ist schon verrückt, dass das System sich so lange halten kann, aber es ist auch irgendwie verständlich, dass man mit aller Gewalt dran hält, denn bricht der Euro, bricht die EU. Und Professor Hankel hat ja damals immer gesagt, dass der Euro sozusagen ein Sprengsatz für Europa ist. Ja, wenn der Euro bricht, bricht die EU. Ja, dem Himmel sei Dank. Mal ganz ehrlich jetzt, dann können wir uns endlich wieder auf Europa konzentrieren. Die EU ist eine Organisation auf privater Ebene lobbymäßig installiert. Und Europa sind Staatengebilde mit einzelnen Völkern, mit Menschen, die eigentlich in Frieden, in ihrer Freiheit und ihrer Mentalität leben möchten. Und wenn die EU weg wäre, dann wäre ja ein großer Störer der europäischen freien Entfaltung, wäre damit ja weg. Und man könnte sich wieder der vernünftigen Annäherung der einzelnen Staaten annähern. Denn die EU, machen wir uns nichts vor, ist ja mal gegründet worden, um vermeintlich Kriege aus dem Wege zu gehen für die Zukunft. Das war ja der Ursprung, den man meinte, die Vereinigten Staaten von Europa. Und das ist natürlich, genau das Gegenteil ist passiert. Und durch den Euro, das erinnert mich an die Währungsschlange von 1971, da hat man ja schon mal die Wechselkurse zwischen verschiedenen europäischen Staaten versucht festzuschreiben, ähnlich einer gemeinsamen Währungen, aber eben halt in den individuellen Staatswährungen belassen. Und die ersten, die rausgeflogen sind, sind Italien, Frankreich und Großbritannien, glaube ich, kurz danach, weil sie die Wechselkurse nicht mehr halten konnten. Und dann hat man plötzlich den Euro eingeführt, eben halt zwei, drei Jahrzehnte später, und hat plötzlich gesagt, aber jetzt kann das nicht mehr passieren, jetzt geht alles gut. Aber mit dem Euro, mit der Einführung, konnte man nicht mehr aussteigen, weil die Währung war nun mal da und im Umlauf. Und das ist jetzt das Chaos, was wir ernten. Das von vornherein eine fehlangelegte Politik gewesen, die jedem, der sich mit Geldsystemen und Finanzsystemen, das ist eins meiner Gebiete nun, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Geld- und Finanzsystemen, und das ist automatisch natürlich ich sage mal, der Todesschuss für die Ökonomien und für die Wirtschaftssysteme. Aber ich sehe trotzdem ganz positiv, denn wenn der Euro jetzt zusammenbricht, die Staaten bankrott anbieten müssten, nehmen wir uns mal eine Privatinsolvenz bei einem normalen Bürger als Beispiel, dann fängt er nach 7 Jahren wieder an. Das heißt, es gibt eine kurzfristige Tendenz nach unten, aber eins ist doch sicher, wir hatten keinen Krieg, in dem die Industrien zerbombt sind, die Maschinen sind noch alle da, die Produktionen können noch laufen, die Landwirtschaft ist noch da. Also unterm Strich gesehen wären wir im Rahmen einer Neuordnung durchaus in der Lage, in Frieden ein neues System aufzubauen. Aber was wir jetzt haben, ist, dass die Leute, die uns reingeraten haben in diese Misere, wie Altmaier und so weiter, der sich hinstellt und zweifelt mittlerweile an die Globalisierung, indem er sagt, wir müssen jetzt die Gesichtsmasken in Deutschland produzieren, übrigens mit der Aussage, dass er glaubt, wir werden in den nächsten Jahren mindestens 2,5 Milliarden Gesichtsmasken im Jahr brauchen in Deutschland. Was weiß der, was wir nicht wissen? Und das heißt also, das sind schon dramatische Entwicklungen, und ich glaube, ein Crash des Euro wäre nicht das Allerschlechteste. Die Frage ist, läuft er friedlich ab? Und das ist leider zu bezweifeln in Anbetracht der Fähigkeiten und offensichtlich auch der Ausrichtung unserer Politiker. Hoffen wir, dass alles gut geht und sich das Blatt am Ende doch zum Besseren wendet. Andreas Popp, erstmal vielen Dank für diese Analyse. Ganz lieben Dank und liebe Grüße nach Berlin.